Die Weihnachtszeit ist angebrochen. In dieser Zeit bereitet man sich auf das Weihnachtsfest vor, mit dem die Geburt Jesu gefeiert wird. Rund um dieses Ereignis haben sich im Laufe der Jahre jedoch viele weitere Traditionen und Bräuche gesammelt. Eine Ausstellung einiger verschiedener Weihnachtsbräuche gab es in diesem Jahr in Neuland in Form eines Weihnachtsbazares oder auch Weihnachtsmarktes, der vom 5. bis zum 8. Dezember in Neuland stattfand. Die Absicht mit diesem Weihnachtsmarkt war es, dass bei den Menschen in Neuland die Weihnachtsstimmung geweckt wird. Dazu trugen in erster Linie über 20 Stände bei, die im Chaco Boreal Park aufgestellt waren. Das breite Angebot dieser Stände reichte unter anderem von frischem Weihnachtsgebäck über Geschenkartikel bis hin zu Handarbeiten und Weihnachtsgestecken. An jedem der 4 Tage war der Weihnachtsmarkt gut besucht und für die Besucher gab es an jedem Abend zusätzlich noch eine kleine Veranstaltung. Am Donnerstag sang man mit dem Harmoniechor unter der Leitung von Herrn Heinz Wiebe altbekannte Weihnachtslieder. Am Freitag wurden die Kinder von einem Weihnachtsmann überrascht, nachdem sie gemeinsam gesungen und Geschichten gehört hatten. Eine besondere Attraktion war ein alter Traktor, gefahren von Herrn Herbert Rempel, der einen bunt beleuchteten Anhänger zog, auf dem die Kinder mitfahren konnten. Sowohl der Traktor als auch der Weihnachtsmann erschienen am Samstagabend. An diesem Abend genossen die Besucher den Auftritt des lokalen Blasorchesters und einiger Instrumentalgruppen, die verschiedene Weihnachtslieder vortrugen. Am Sonntag schloss der Weihnachtsmarkt mit der alljährlichen Weihnachtsverlosung der Kooperative Neuland. Zudem hatte man auch den bekannten paraguayischen Harfenspieler Victor Villalba eingeladen, der mehrere Weihnachtslieder von seiner neuen CD vorstellte. Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr war eine Spendenaktion für Indianerkinder aus Diez Leguas, einer Angaité-Siedlung in der Nähe von Neuland. Kinder durften einen Schuhkarton mit Schulsachen, einem Spielzeug und einer Süßigkeit packen und beim Weihnachtsbaum im Zentrum des Weihnachtsmarktes abgeben. Es kamen 246 Schuhkartons beim Weihnachtsbaum zusammen, die kurz vor Weihnachten an die Kinder in Diez Leguas verteilt werden. Es wurde auch Geld gesammelt, um weitere Kartons zu packen, damit die rund 350 Kinder alle ein Geschenk bekommen. Für Neuland war das der erste Weihnachtsmarkt. Jedoch merkte man an der Reaktion der Menschen, dass es wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein wird. Wir vom Departamento de Comunicación wünschen euch allen eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit.